Gerade eben hat uns die Eilmeldung erreicht, dass Eintracht Spandau verkauft werden soll. Grund dafür ist die drohende Insolvenz des Vereins. In Kürze wird dazu eine Pressekonferenz in Spandau stattfinden. Zuvor schalten wir jedoch zu unserem Experten an der Frankfurter Börse, der die möglichen Investoren für uns analysieren wird. Vielen Dank. Am Main haben wir zwar keine Ahnung von guten League of Legends, dafür aber von Geld. Als ersten Kandidaten auf der Liste können wir Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vermelden. Gerüchten zufolge versucht er damit eine Bindung zur jüngeren Zielgruppe im Alter von 18 bis 25 aufzubauen, in der Hoffnung, seine nächste Ehefrau zu finden. Aha, und wer sind die anderen beiden? Als nächstes auf der Liste steht Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien. Er kauft im Sportbereich gerade alles auf, was nicht nied- und nagelfest ist. Besonders im Fußball und E-Sports werden bei der richtigen Summe die Arschbacken bereitwillig gespreizt. Dieser Name ist nun wahrlich keine Überraschung. Kandidat Nummer 3 ist Leon Horst. Der reichste Mann der Welt hat mit seinem Unternehmen XX-Space-XX genug Geld, um Autos ins Weltall zu schießen. Da fällt ein kleiner Sportverein aus Spandau nicht mehr ins Gewicht. Vielen Dank für Ihre Analyse. Wir schalten jetzt nach Spandau, wo die Pressekonferenz soeben begonnen hat. Ja, Sie wissen sicherlich alle um die finanzielle Notlage des Vereins. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass die Eintracht einen Investor gefunden hat. Ein Investor? Der Herr im Hertha-Trikot, Ruhe! Danke. Und nun bitte ich Sie, gemeinsam mit uns den neuen Besitzer und Präsidenten von Eintracht Spandau zu begrüßen, Leon Horst. Herr Horst! Dass Sie da sind. Ich bin so stolz. Haben Sie uns etwa was mitgebracht? Ja, ich dachte mir, als neuer Besitzer bringt man noch Gastgeschenke mit. Ja. Damit Sie das alle mal so richtig sacken lassen können. Stecken. Sacken. Hallo allerseits, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und wir sind so stolz, Sie hier zu haben. Das ist der Hammer. Ich muss sagen, Sie sind für mich sowas wie ein Idol, wie so ein Nero, der so weit guckt und alle fragen sich so hier im Raum sicherlich auch, wie kann man nur so makellos sein, wie Sie so perfekt. Herr Ruhe, ich glaube, das ist ein Thema für nach der PK. An dieser Stelle soll Herr Horst ja die Möglichkeit bekommen, seine Pläne für die Eintracht darzulegen. Ja, bitte, Daddy. Vielen Dank. Wie wir alle wissen, ist die große Stärke des Vereins seine Marke. Eintracht Spandau, dieser Name ist jedem ein Begriff. Und genau deshalb benötigen wir einen Rebrand. Ich beabsichtige, Eintracht Spandau in E umzubenennen. E? Wie E? E wie E? E wie ist doch E wie einfach ist doch E. Ein doch. Genie, Mann! So. Darf ich um Ruhe bitten? Diese Namensänderung stellt klar, jetzt wird alles anders. Jetzt weht hier ein anderer Wind. Horst. Ich habe Ruhe gesagt. Das hier ist eine PK und nicht das Olympiastadion. Ja, das sehe ich anders, Frau Strobel. Ich werde Milliarden investieren. In internationale Topspieler, in den aktiven Traditionsabbau und natürlich als Schwanzvergleich mit aller Milliardär. Das habe ich mir immer gewünscht. Ab jetzt herrscht hier eine Winner-Mentality. Winner-Mentality? Das sage ich euch die ganze Zeit. Und um unseren Erfolg nur durch Willensstärke zu demonstrieren, habe ich bereits eine kleine Testspieltour gegen echte Top-Teams organisiert. Und nicht diesen Bodensatz aus der Prime League. Wir werden am 8.12. in Experion Berlin gegen das beste Team Europas, G2 Esports, gewinnen. Garantiert. Was hat der G2 gesagt? Und am Tag darauf, am 9.12., räumen wir noch schnell Big aus dem Weg und gewinnen gegen das beste Team der Welt, T1. Vor Zuschauern im Velodrom Berlin. Gegen Faker oder wie? Den echten? Was haben Sie in der Westphal? Sind Sie als sportlicher Leiter nicht für unsere sportlichen Erfolge zuständig? Können Sie mir etwa keine Wins garantieren? Ja, was ist denn T1, ne? Da muss man aufpassen, weiß ich jetzt auch nicht. Also, sonst auch nicht blamieren, oder? Also, ich weiß nicht. Sie sollten besser gewinnen. Sonst haben Sie vielleicht bald keinen Job mehr hier. Wie 80% der restlichen Belegschaft. Oh, diese Führungsqualität, dieser Geschäftssinn. Was wollen Sie bitte so? Schon wieder feuern. Sie haben doch hier so gesagt, dass alles anders wird. Natürlich wird alles anders. Denn im Gegensatz zu meinem Vorgänger werde ich Ihre Entlassung auch wirklich durchziehen. Und was ist denn mit unserem dritten Match? Wir haben noch ein Match. Das kommt aber nicht von mir.
Das hat Herr Westphal organisiert, weil nur zwei Top-Teams an einem Wochenende, das ist unter unserem Niveau. Für richtige Winner-Mentality brauchen wir mindestens drei. Und da spielen wir dann gegen V9. V9? Herr V9, wer ist das? Das ist ein weiteres Top-Team. Nicht wahr, Herr Westphal? Ja, absolutes Top-Team. Ist so LPL-Niveau, ja. Mach, was du denkst. Hauptsache, du gehst mir nicht auf den... Sack! Ach, was ein Kerl. Nun gut, also spielen wir am... 10.12. Gegen? V9. In? Essen. Essen? Ja, wir spielen mal in Essen. Da wollte ich immer schon mal hin. Und außerdem hoffe ich, dass natürlich der Name auch Programm ist, ne? So ein kleines Schmackofatz. Von mir aus. Wir waren ja noch nie im Ruhrgebiet und es wird auch mal Zeit. Ja, Herr Horst, haben Sie denn noch... Ja, natürlich brauche ich noch mehr Kinder. Wie sollen wir sonst den Mars bevölkern? Gut, dann wäre jetzt die Zeit für Ihre Fragen.